Unten rechts ist auch eine. Links oben und unten rechts. Links oben ist one. Der untere ist Tutep. Gavin. Ja, also mit dem Perk aktiv macht dir keine andere MP irgendwas vor, vergiss es. Mit Perk. Mit Perk hat keine MP oder irgendeine andere Waffe gefühlt eine Chance dagegen, das ist einfach zu stark. Oh mein Gott, ich hab meinen Perk wieder. Hinter uns. Unter uns. Mhm. Aber ich hab meinen Beast aktiv. Ich hab meinen Beast aktiv, sag ich. Ich konnte mich weghangeln. Ich hab meinen Beast aktiv, sag ich. Nein, Impulsgewehr! Ihr wisst es, wir haben momentan eine absolute MP-Meter. Und mit Ikelos MP und auch der Unsterblichen haben wir zwei extrem starke MPs, die momentan gegenseitig sich ziemlich rausnehmen. Wer denn von beiden die bessere ist? Alle haben verschiedene Meinungen, aber wenn wir um diese beiden MPs nicht drumherum kommen, würde ich sagen, wir müssen auch mal die früher beste MP im Game ausprobieren, und zwar die Taraba. Taraba hat früher gefühlt alles dominiert, unfassbar stark, die Range von nur 58. Es fühlt sich nach ziemlich viel Range an. 750 Feuerrate, sprich die momentan beste Archetype, was ihr im Game finden könnt. Am leichtesten zu kontrollieren, extreme stabil, gute Range. Plus natürlich Season Exo, das heißt ja den ziemlich speziellen Perk. Und zwar hat sie Gieriges Beast. Gieriges Beast ist sehr, sehr leicht im PvP zu bekommen. Ihr müsst nämlich nur Damage auf Gegner machen. Ihr braucht ungefähr 1,5 bis 2 Kills oder halt einfach Damage, was 1,5 bis 2 Kills entsprechen würde. Das heißt, ihr könnt auch denselben Gegner einfach 10 Mal anschießen, habt das Beast voll. Dann nach Land gedrückt halten und danach ist die Taraba wahrscheinlich immer noch die beste MP im Game. Ich glaube, mit dem Perk Gieriges Beast kann keine andere MP an sie rankommen. Ihr habt eine schnellere Feuerrate, ihr macht mehr Damage und ihr könnt sauschnell nachladen. Was bedeutet, habt ihr 2-3 Gegner vor euch? Ihr habt sie alle weg. Ihr habt sie ziemlich sicher alle weg, wenn ihr nicht daneben schießt. Das Ding ist wirklich unfassbar stark. Plus natürlich haben wir noch den extra Perk, ein Fass ohne Boden. Das bedeutet einfach, wenn ich kontinuierlich Schaden mache, während ich Gieriges Beast aktiv habe, verlängert sich die Dauer. Normalerweise geht diese Perk nur 4 Sekunden. Aber wenn ihr 3-4 Gegner vor euch wegraddert, ihr habt für die ganzen 3-4 Gegner auf jeden Fall eure Beast voll. Wenn noch mehr kommen, habt ihr es noch länger, je nachdem, wie schnell ihr schafft, wieder drauf zu sein. Natürlich habt ihr es in diesen 4 Sekunden nicht geschafft, logischerweise ist der Perk vorbei, ihr müsst ihn neu auffüllen, aber das ist dann wieder nur 2 Kills, / Damage für 2 Kills. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie sie in der jetzigen Meta performt. Vor allem, weil wir jetzt wirklich mal eine richtige MP-Meta haben. Von daher würde ich sagen, wir finden es gemeinsam raus. Ab ins Gameplay, let's go! Zieh voran und nimm diese Zonen ein. Ich bin so treten. Ja. Aber ich habe keine Sniper drin, nur auf Shotgun. Oh, Wiss, was war denn das für ein Grapple? Der Feind hat Zonen. Ich hab da werden gleich sehr kommen. Viele sein. Aber ein, der zweite ist low Wiss. Wiss, ja, der ist voller Long Jaw. Ich hätte mich jetzt selbst gefickt. Ich gehe da rein. Ah, lol, der ist ja. Warum war der AFK? Hä? Ich weiß es nicht, aber ich habe meinen Beast. Die Frage ist, benutze ich sie? Ich bin gebuddelt vom Spawn aus. Mir geht's nicht gut. Das verwirrt mich aber, ich meine, der schaut uns an und ist AFK. Was ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Hat er Angst gehabt, dass wir ihn überfallen? Aber ein. Auf zwei. Nein, die stehen da auf der Zone oben. Lol, das hab ich gar nicht geblickt. Schade. Muss man die Waffe testen. Also ja. Wenn man sie hier so wieder spielt, sie kann auf jeden Fall mit jeder MP mithalten. Oh ja, sie kann 100% immer noch mit jeder MP mithalten. Und wenn du das Beast hast, dann logischerweise ist eh alles vorbei. Er hat Heavy! Die Taraba ist nicht von dieser Welt, ne? Ja. Sobald du Taraba, vor allem sobald du den Perk hast, auch ohne Perk ist sie halt überclean. Nein! Lass mich doch mal quatschen, ohne zu sterben, Mann! Jetzt ist da hinten im Spawn noch einer. Vor allem auch wenn der Range nicht so hoch ist, finde ich, hat sie mega viel Range und ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Das Gute ist, ich kann auch ein bisschen Damage farmen und Beast gleich rauslassen. Das hört sich so falsch an. Oh, snipe mich nicht. Der eine snipe im Spawn, der andere guckt mich doof an. Ich bin mir nicht sicher, was mein bester Move hier ist. Hoffen, dass der verschießt. Perfekt. Und den da hinten holen. Hab ich ihn gechained? Ja, normalerweise schon. Oh mein Gott, wie sind denn? Nein! 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 Nice Teams, Wiss. Danke, dass du auch mal vorbeikommst.
Was? Ich bin immer da. Das ist so gelogen. Ich habe mir das eine halbe Stunde versucht, was zu machen. Ja, okay, ist so lange nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Der kann mir da schon wieder hinten mit seiner Sniper. Guck, ich weiß! Oh Gott, warum ich ihn geschossen? Ich habe ihn, alles gut. Da okay. Kann ich dir nicht helfen. Also das kannst du nicht auf mich schieben. Doch, du hättest ihn töten können, bevor ich sterbe. Hä? Es aktiviert die Waffe nicht, weil ich die ganze Zeit angeschossen werde und crouchen will. So ein Kack. Camp doch nicht. Was für Camp doch nicht? Ich muss meinen Perk doch aktivieren. Das ist der Sinn der Sache. Den Taraba-Perk zu benutzen. Er gibt mir einen Jump mit dem Bogen. Gar keinen Bock. Aua. Das ist vielleicht ein bisschen optimistischer. Wie viele sind? Oh, hier sind vier Leute! Alle. Ich hab's gemerkt. Ich hab einen davon. Was schießt denn der auf mich? Einer ist noch hinter mir. Das kann nicht wahr sein. Auf geht's, Wiz. Und noch einer. Ich bin nicht nated, ich bin auf dem Weg, ich bin nated. Der spawn, der spawn. Oh nein, der liegt grün. Du bist explodiert und Blutze und aha. Der kommt vor, der ist voll. Ich bin dead! Warum? Weil ich durch dich explodiert bin und in Grütze gelaufen bin. Was soll ich tun, Alter? Nicht durch die Grütze laufen? Hä? Okay. Warum bist du immer so zu mir? Warum du hast mich einfach rein. Dicker. Nö. Nö, so spielen wir das Spiel nicht. Nur deine eigene Medizin? Was für Medizin? Wie sieht's bei euch bei A aus? Sind da absolut viele Gegner für meine Tarabra? Sein es so? Scheiße, Mann, Mann. Ich will nicht! Fang! Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich suppressed wurde oder nicht. Nee, ne? Boah, der Sniper da! Du bist instabil. Das ist ein bisschen viel Range für meine MP. Ich helfe unserem Team mit auf B. Das sieht so ein bisschen allein aus. Das sieht nach einer belastenden Angelegenheit aus, wenn er allein bleibt. Das ist belastend, dass ich ihm helfen will, wenn noch drei weitere kommen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche auch Hilfe. Das war ihr klar. Seid zu fünf da drüben! Was für du brauchst Hilfe? Ich hab mein Biest, ich hab mein Biest. Okay, warte. Ich hoffe, dass sie hier vorkommen, alle. Damit hab ich nicht gerechnet, gebe ich gern zu. Ich hab die Goldie weg. Ich muss nachladen, so ein Kack. Das ist so ein belastendes Match, weil es irgendwie gut läuft und richtig scheiße, ne? Schade, der ist dead. Oh nein. Ich bin dead. Das kann nicht sein. Ey, ich trade nur noch. Ich trade gerade nur noch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe! Die MP fühlt sich überragend an. Aber ich kann sie nicht benutzen, weil dann drei Gegner wieder rausgeschossen kommen. Die Heavy haben wir. Und ich bin direkt wieder tot. Perfekt. Ich. Okay. Die Lache war unnötig. Die Lache war einfach unnötig. Ich fühle dieses Trade und sterbe. Nö. Ich fühle das gerade gar nicht. Hör mal, aber das ist Heavy. Okay. Können wir jetzt einfach mal gechillt. Meine Fresse! Geh da nicht hin. Ja, da brauchst du auch nicht. Hilf mir mal dem da hinter uns. Nein, ich helf dir nicht. Das ist ein Millimeter, ich hab ihn. Das ist Name. Das ist Name, ja. Nein, das kann doch nicht. Ich wollte dich, aber der hat mich dann vorher erwischt. Nice, Wiz. Ich hab dich gerecht. Ah, was ist das für ein Game? Also ich glaube, man sieht, dass die MP absolut strong ist, aber ich komme nicht dazu, das Biest richtig auszukosten. Das nervt mich ein bisschen. Ich meine, im 3 gegen 3, logischerweise, weil man Trial spielt, wie mit der Falcon und auch Perk ein bisschen aufladen, dann die Leute wegradern. Das funktioniert wunderbar. Das funktioniert wirklich wunderbar. Es sind noch mehr. Ich wurde gestinkt! Warte mal, wo gehe ich jetzt hin am Blöde? Am besten? Nee, da nicht! Also ich glaube, ein Millimeter mehr von der Feuerblitzknalle und ich wäre einfach gestorben. Ich habe nicht gedacht, dass er rauskommt, ne?
Und das Biest ist im Quickplay auch so verdammt schnell voll. Sind zwei unten. Ich wurde wieder gegrützt. Oh mein Gott. Mach was, Blauer! Was ein Kack! Aber jetzt durch diesen kleinen Gunfer, ne, ihr seht es unten links, ich habe mein Biest fast voll. Ich glaube, zwei Gegner brauchst du nur in Quickplay. Ja, du brauchst theoretisch nur Damage, du brauchst keine Kills dafür. Oh, Wiz. Bist du das auch noch? Eigentlich nicht. Der ist rechts im Eck, der ist low. Was für mein Freund, ich bin volatiled. Ah, das habe ich vergessen. Waffe wegstecken ist gleich Perk verlieren, da war ja was. Ja. Also sprich, nicht mehr ganz verlieren zum Glück, aber du verlierst trotzdem noch genügend. Die Hälfte, glaube ich, immer, ne? Irgendwie sowas. Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die Waffe seit einem Monat nicht mehr gespielt. Hör auf, mir so ein Ding ins Gesicht zu werfen. Ich hab mein Biest. Können wir jetzt mal so ein bisschen Spaß mit Blauball? Wir sind bei A. So eine Kacke. Okay, ich gehe hier rüber zu A. Aktiviere mein Biest. Hoffentlich geht's nicht, bevor ich drauf. Oh, ich hab den Sentinel! Hast du ihn einfach weggemäht? Ja! Das Ding ist absolut frech. Oh, so weit komme ich nicht. Ich hab meine Ult! Wuhu! Hallo! Wunderschön. Die MP ist absolut krank. Ich hab sie, warum habe ich sie so lange nicht gespielt? Die kann ohne Probleme mit der Unsterblichen mithalten. Vor allem mit Taraba-Perk, den du sauschnell voll hast mit ein bisschen Damage. Das ist insane. Der Taraba-Perk immer noch das Beste. Die MP ist so unfassbar krank. Ich habe 36 Defeats gemacht. Holy moly! 1:0 für die MP. Ah, mindestens. Wo ist? Okay, zweite Grubble. Oh. Ich dachte gerade wirklich. Okay, clean. Der will nicht in meine Range kommen, kann ich verstehen. Also komme ich zu Bus. Wo ist? Warte noch kurz. Unten rechts ist auch eine. Links oben und unten rechts. Links oben ist one. Der untere ist Two-Tap. Gavin. Ja, also mit dem Perk aktiv macht dir keine andere MP irgendwas vor, vergiss es. Mit Perk. Mit Perk hat keine MP oder irgendeine andere Waffe gefühlt eine Chance dagegen, das ist einfach zu stark. Auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist. Oh mein Gott, ich hab mein Perk wieder. Ist gefühlt ein zweifacher Killclip, was die Waffe dann hier irgendwie rausknallt. Nein, ich war nicht safe, denn ich dachte nicht, dass er rüberspringt. Ah, ich hätte sowas Cooles machen können. Aber ihr habt gesehen, wie schnell nach meinem Perk deaktiviert der Perk wieder aktiviert war. Ihr habt gesehen, wie wenig Kills ich gebraucht habe. Das war ein Lag. Ich habe Angst, dass da Heavy ist. Da ist zwar Heavy, aber ich gewinne das. Problem ist, es sind noch mehr. Nevermind, gegen den verliere ich. Ich gebe zu, ich struggle gerade ein bisschen mit Videos, weil Daily Videos. Ich weiß nicht, welche ich machen soll. Welche interessant sind für euch. Oh, das wird ein Trade, schade. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ja, also ich bin down dafür. Ich teste vieles. Ich teste alles, wie man gemerkt hat. Ideen bin ich wirklich, wirklich zu haben für. Oder falls ihr irgendwas Spezielles einfach sehen wollt, einfach Bescheid geben. Kommentare, Discord. Oh, warte. YouTube-Kommentare auf Discord oder Twitter, egal, wo ihr mir schreiben wollt. Ich lese theoretisch überall alles. Ich antworte nur nie. Ha! Da hab ich ein Problem. Bin auf dem Weg zu dir. Nein, was? Ey, die Waffe ist so unfassbar stabil, obwohl sie theoretisch eigentlich die Stats nicht haben dürfte dafür. Oh mein Gott. Ich bin nur nicht gut mit Ranges. Das ist vielleicht was Dummes, was ich jetzt mache, weil ich gar nicht mehr vorkomme, richtig? Richtig. Hinten hole ich mir. Nein, slide doch. Unter dir kommt Bumper. Ja, ich weiß. Ah, ich komme nicht ums Eck. Du musst da oben drin sein, richtig? Oh mein Gott, ich hab einen MP, da kommt noch einer. Kommt noch einer. Ich hab dich nicht allein gelassen, siehst du? Die wollen auf die Heavy gehen. Oder? Auch nicht, doch jetzt. So. Hat Tap.
Hilf mir mit dem. Hinter uns. Unter uns. Mhm. Aber ich habe mein Beast aktiv. Ich hab mein Beast aktiv, sag ich. Ich konnte mich weghandeln. Ich hab mein Beast aktiv, sag ich. Nein, Impulsgewehr! Ich hab ihn. Da kommt irgendwas zu mir rüber und ich weiß nicht was. Heavy? Heavy. Ich hab ihn. Ich hab mein Beast hinter und ich hab Heavy. Warte, hinter dir? Warte, wo bist du? Du bist tot. Der ist oben in der Mitte. Ich was muss mein Beast irgendwo benutzen. Weg. Muss in viele Gegner. Im Spawn. Das ist vielleicht ein bisschen viel Range. Das war ein bisschen zu viel Range, ja. Das Teams. Oh, da kommen ein paar mehr. Bin great. Ah! Jetzt weiß ich gerade echt nicht wohin, ne? Da kommen nochmal zwei vor mir. Oh nein, das schockt er nicht. Oh nein, hinter mir. Ich hab Beast aktiv. Mit Beast fühle ich mich wohl. Und Beast ist aus. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Rechts und auch einer. Der wirft einfach einen Bogen hin. Nice, wir haben ihn. Let's go. Ich links oder rechts? Was kann euch aufhalten, wenn ihr zusammen? Oh Gott, war das schlecht. Nichts. Aber ich hab sie, alles gut. Hinter mir. Was? Oh mein Gott, von oben habe ich nicht gesehen. Das hatten mir einen halben Herzen gegeben. Oh. Heiliger Wahl. Was? Sad Wahl? Heiliger Wahl. Auf Rogue. Sad Wahl? Sad Wahl? Nee, Sad bin ich ja nicht. Also, noch nicht. Kommt noch, kommt noch. Durch was ist der gestorben? Marde-Gewehr. In der Smoke, ich sehe rein gar nichts. Perfekt, der sieht mich auch nicht. Der ist One-Shot. Nein, ich habe mein Beast aktiviert. Lieber dieses mega schnell Nachladen nach dem Beast aktiv sein. Schade, mein Beast ist vorbei. Man kann das voll gut chainen am Laufen halten, aber. Ich bin kein Gegner, was? Gegner's? Was? Er hat eine Jab. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe 37 Defeats. Ich glaube, man hat gesehen, wie stark die MP sein kann, oder? Ich glaube, man hat das ganz gut gesehen. Ich glaube, das sollte reichen, um zu zeigen, wie stark die MP wirklich ist. Vor allem mit Revenant's Beast, schrägstrich den Perk auf ihr. Ich hatte Spaß.